Herzlich willkommen zurück zu FIFA 23 gegen Leipzig. Vielleicht schaffen wir diesmal das 3:0 hintereinander. Wäre schön. Und ja. Leider hat Hannover gegen Hamburg verloren. 1:0. Ja, weiß nicht. Bin der Meinung, der Schiedsrichter, Digga, bodenlos, Alter. Es gab zwei Situationen, Digga. Hannover wird gefault. Er zeigt gelb. Auf einmal Abseits. Oder musst du? Habe ich nicht verstanden, wo da Abseits war. Oder? Elfmeter. Also war ein klares Elfmeter. Aber er pfeift Abseits. Davor. Oder? Wo war der Trisoldi im Abseits? Egal. Hannover hat 40 Minuten Unterzahl gespielt. Kriegst nicht geschissen, Tor zu machen, Digga. Kassiert aber eins. Bodenlos, Alter. Dem weiß ich nicht, warum der spielt, Alter. Warum nicht Moroja spielt. Verstehe ich nicht. Und dann gucke ich mir die Statistik an. Hamburg hat einfach mehr Ballbesitz als Hannover. Was nicht sein kann. Weil, Digga, zweite Halbzeit Hamburg, Digga, hat zweimal Ball gehabt, gefühlt. Also natürlich hat mehr Ball, aber nicht mehr als Hannover. Da war Hamburg gar nicht mehr da. Die hatten eine Chance und die ist reingegangen. Dann hatten die gar nichts mehr. Erste Hälfte war Hannover in der Anfangsphase besser. Dann kam Hamburg immer mehr rein. Hatte gefährliche Chancen, Alter. Da waren schon Dinger dabei, wo ich dachte, oh, da hat Hannover Glück gehabt. Aber auf der anderen Seite genauso. Also Hannover hat auch krasse Chancen gehabt, wo nichts reinging. Zum Beispiel Köln in der Schlussphase, Digga. Schlussphase? Ja, Schlussphase muss das gewesen sein. Trifft nicht. 1 gegen 1 Situation gegen Traubert. Trifft nicht. Bitter. Aber ja, so ist das halt im Fußballleben. Man kann nicht jedes Spiel gewinnen. Und Hannover gefiel gar keins. Vor allem nicht gegen Hamburg. Obwohl Hamburg richtig scheiße gespielt hat heute. Was nicht bei jedem Spiel so ist. Sonst spielt Hamburg ja meistens stark. Und ich habe sogar plädiert, dass dieser Lockenkopf da, der die Rot kassiert hat, auch wirklich eine Rot bekommt oder irgendeinen Fehler macht. Aber ja. Hannover hat ihre Chancen nicht genutzt. Ah, ich verstehe auch nicht, warum immer noch den spielt, Digga. Der ist so scheiße. Seine langen Anwürfe haben noch nie was gebracht. Seine Flanken fliegen immer nach Afrika. Ja. Ich würde Moroja spielen lassen, aber ich weiß nicht. Leitl beharrt drauf, dass Dame spielt. Obwohl Moroja zehnmal besser ist. Sehr schön, Hübers. Und ja. Leider 1:0 verloren. Bitter. Bittere Pille. Und wer behauptet, dass Hamburg besser war in dem Spiel, Digga, der war. Ist blind. Sehr schön. Schöne defensive Arbeit heute. Schön auf Teuchert. Und 2:0. Wenn die mal Teuchert so anspielen würden, oder mal Teuchert so frei bekommen würden, oder Teuchert sich so mal freilaufen würde, Alter. Das ist so geil, aber die stellen die immer so gut zu. Oder gestern haben die auch extra. Okay, nach der roten Karte haben sie sich einfach hinten reingestellt, fertig. Vor allem nach der 1:0-Führung. Und ja. Naja. Man kann nicht immer Glück haben mit dem Schiedsrichter, ne? Aber ich muss mir das gleich nochmal angucken. Ich habe mir noch nicht die Wiederholung angeguckt. Das muss ich mir gleich nochmal reinziehen. Weil es, glaube ich, noch gar nicht draußen. Oh, ich muss gleich auf Defensiv stellen. Da ist der Ball weg. Vorteil bei diesem Zweikampf. Ja, so kann man das auslegen. Schöne Aktion. Oh, sehr schön, Teuchert. Oh mein Gott. Und da wird der Trainer nicht zu viel sein. Schande, weil ich das reingehauen ist. In FIFA natürlich. In echt nicht. Da spielt bei Frankfurt. Das feiere ich. Oh. Sehr schön. Die
In puncto Ballbesitz ist Hannover 96 die bestimmende Mannschaft. Und wenn du diese Überlegenheit dann so gut, so exzellent in Tor schade, Alter. Dann kommt eben eine Führung dabei. Ich hätte es können gegönnt. Er holt sich den Ball. So. Oh. Mitspieler frei, jetzt kann der Pass kommen. Schade. Okay. Danke. Idiot. Bayer macht das Tor. Wunderschön. Wo verdient der Spitzenreiter? Das ist nochmal die Wiederholung dieses Treffers. Erst der Eckball und dann ist das wunderbar gemacht. Wenn das mal in echt so funktioniert. Bayer hat tatsächlich sein erstes Bundesliga-Tor gemacht an diesem Wochenende. Das freut mich sehr für ihn. Aber auch einen 2-0 Rückstand aufgeholt. Bayer jetzt angeleitet quasi mit seinem Tor. Ich glaube, das Siegtor war sogar ein Elfmeter. Sehr stark, Zieler. Boah, Glück gehabt. Aber nochmal zum Hamburg-Spiel zurück. Digga, am Ende Zieler steht bei einem Eckball auch im Strafraum. Ich zu einem Kollegen, Digga, ich fühle mich hier wie in FIFA. Nein, Alter, wir kassieren gleich das 2-0, Alter. Aber leider kein 2-0, aber ist halt so schlecht verteidigt gerade. Aber ich habe fast eigentlich gemacht zu weinen. Ich so, nee, jetzt kassieren wir es. Und dann hat er, warum auch immer, noch einen Foul gepfiffen, Alter. Wir haben halt Neumann und MB sind, glaube ich, die einzig großen Verteidiger, die wir haben. Oh, 3-2. Oder doch nicht. Ich habe die Aufstellung noch gar nicht zurückgestellt. Muss ich gleich mal machen. Sehr schön. Schade. Sie verlieren den Ball. Jetzt ist Platz für den Konter. Geil. Ah, Mann, Alter, ich komme nicht durch, ey. Gerade verteidigen geht stark. Digga, der sollte zu können. Eine Minute wird jetzt noch oben aufgepackt. One minute. Klasse Pass. Glück gehabt. So, jetzt können wir die Aufstellung zurückstellen. Köhn hatte seine Gelegenheit. Weiter geht's. Pause. Ich freue mich auch. Jetzt geht's los, liebe Zuschauer. Ja. Anpfiff zur zweiten Hälfte. Oh, scheiße, Momolu, da war schlecht. Aber der eine, in der ersten Hälfte, der hat dem ganze Zeit so auseinandergenommen. Dem hat es nicht einmal geschafft, den aufzuhalten, wenn er am Strafraum war.
Das könnte was werden. Oh. Vielleicht der Abschlusstreffer. Ah, der geht nicht ein. Glück gehabt. Aber auch gut gestört. Sie haben ihre Chance. Oh. Ganz kurz, sie kommen jetzt. Sie machen das Tor. Ist es denn zum Glauben? Boah. Nur noch ein Tor Rückstand. Ja, wieder ein Fehler von mir. Aha. Hannover kann über außen kommen. Ha, Mann, Momolus. Aber da muss er mehr draus machen, das ist eine verschenkte Chance. Das stimmt. Jetzt Götze. Götze, gefährlicher Pass. Da gehen sie dazwischen. Sehr schön rüber's. Aber ja, ich wollte den Schell mit Golo wieder ins lange Eck machen. Sergej Milinkovic Savic. Super Tackling. Sehr schön. Es ist ein Tor gefallen. Wir gehen kurz rüber ins Studio. Wir haben hier das erste Tor für Köln. Der neue Spielstand damit 1:1. Oh, oh, schade. Sehr schön, Bayer. Was für eine Aktion. Und wie gut ist der heute drauf? Das ist sensationell. Ein Tor nach dem anderen. Das Spiel wird er so schnell nicht vergessen. Also ein zweiter Treffer, ne? Wunderbar. Und drei. Drei gemacht. Oh. Aktueller Spielstand 4:2. Einfach stehen gelassen. Schöne Aktion. Jetzt kann da was entstehen. Aber Ziele hat ihn. Aber das macht er sicher. Ach ja. Mit vollem Einsatz. Mal gucken, wie Hannover gegen Fürth spielt. Das müsste ein Sieg sein. Die haben eine 5-0-Klatsche von Hertha bekommen, Alter. Wobei, jetzt könnten wir auch stärker zurückkommen. Aber ich hoffe mal nicht. Das wären wichtige drei Punkte, um oben mitzuhalten. Und dann gegen Osnabrück. Entschuldigung, dass wir diese Info zum anderen Spiel leider unterbrechen mussten. Torerfolg für den 1. FC Köln. Jetzt der Schuss. Und Teuchert. Sie sind mit drei Toren vorne. Wieder so ein schönes Tor. Wieder so eine schöne Aktion. Sehr schön. Flach ins Tor rein. Ach, wenn das mal in echt so laufen würde. Acuna. Rafa. Schön weggesetzt. Oh, Zieler Maschine, Alter. Zieler einfach der Beste aus Hannover. Mit Teuchert zusammen. Latin. Am Ende kommen sie damit also nicht durch. Super Parade, kann ich nicht anders sagen. Das war sehr schön, Zieler. Jetzt bauen sie ihr Spiel auf. Mal sehen, ob sie vorne für Gefahr sorgen können. Und jetzt Scheiße. Verliert den Ball. Scheiße. Scheiße. Oh nein. Die Chance für den Konter. Zieler soll ich da. Ah. Da geht er vorbei. Ah. Oh, Glück gehabt. Aber was ist das denn für ein Spielzug? Mit ganz viel Tempo kommen sie angerauscht. Super Aktion. Hey, hey. Komm. Versuchen es mit Zieler. Ja, komm. Lass mich in Ruhe. Ich sagte, lass mich in Ruhe, Mann. Schnell, schnell, schnell. Oh, ups. Ich will doch nur. Zieler ist leider nicht so schnell. Da müssen sie den Ballverlust hinnehmen. Auf geht's,
Maschine, Zieler, setz dich durch. Ja, da ist Platz jetzt. Ah, schade. Ach, zu ungenau, der Ball ist weg. Hallo, ey, ich kann nicht wechseln. Ja, das ist ein guter Pass. Die frühe Flanke. Und da haben sie den Ball. Hey. Nein, Zieler, den hast du. Ah! Gut, dass sie so scheiße sind. Weil ich. Oh nein! Stark Zieler. Oh. Der war schlecht. Einmal versuchen wir es noch. Ecke kommt ins Zentrum. War geplant. MG ist platt. Macht dir bislang einen richtig guten Eindruck. Starker Auftritt von ihm, er versucht's aus allen Lagen. Da ist der Druck da. Wir schauen auf die Uhr, 5 Minuten sind's hier noch. Ah! Das ist natürlich ein unnötiges Abseits. Wenn man da noch einen Moment wartet, sind alle wieder raus aus dem Abseits. Ja, das war überhastet, der Pass kommt zu früh. Da machen sie der Defensive die Arbeit leicht. Hör auf zu nicht schießen. Momolo, Maschine. Momolo, sag ich schon, MB. Hey! Ganz gefährliche Szene. Ja. Ja! Ja! Macht sie da das Ding! Hey. Ey, es war so knapp. Ich bin noch nie so weit vorgekommen. Ach, oh, Mann. Oh, schade, ey. Es war so knapp, Alter. Ich bin an allen vorbeigekommen. Am letzten bleibe ich hängen. Schade. Naja, egal. 5-2 Sieg gegen Leipzig. Schmeckt. Und ich glaube, der Titel ist sogar fast sicher. Muss ich mal ausrechnen und ja, ich danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal, euer Blackboost und lasst uns die 30 voll bekommen. Bis zum nächsten Mal, euer Blackboost.